Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, alles ist fit bei euch. Heute wird der Part mal ein bisschen anders als sonst. Ein bisschen sehr viel anders als sonst. Der letzte Part war ja auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht mal, ob das hier ein Teil des Let's Plays wird, also ein Part des Let's Plays, oder ob es im Prinzip nur ein Video wird, was morgen kommt. Aber trotzdem wird kein extra Teil noch vom Let's Play kommen oder so. Das wird dann trotzdem erst in 3 Tagen um 17 Uhr wieder ein Video kommen. Ich bin in der Zwischenzeit übrigens rumgeflogen und habe noch ein Hexenhaus gefunden. Hier bei diesen Koordinaten, das ist so 3000 Blöcke von unserer Spot weg. Das hat jetzt 1,5 Stunden, glaube ich, gedauert, bis ich das hier gefunden hatte. Aber das Video heute wird mal ein bisschen anders. Deswegen lasst es einfach auf euch wirken. Ich war nämlich letztens bei einem Vorstellungsgespräch, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe, glaube ich, den kompletten Nachmittag danach mit Nachdenken verbracht. Ich fange mal ganz von vorne an. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte jetzt vor circa 3 Tagen ein Vorstellungsgespräch und seitdem habe ich meine Vorstellungen vom Leben sowie meine Vorstellungen, was ich zukünftig machen will, ziemlich verändert. Ich hab's ziemlich umgewandelt. Ich war bei diesem Vorstellungsgespräch und bin hingefahren, dachte erst, es wird so ein Vorstellungsgespräch, like, yo, pack deine Bewerbungsunterlagen aus, zeig uns deine Referenzen, red ein bisschen mit uns, dass wir merken, wie du drauf bist und dann schauen wir, ob du eingestellt bist oder nicht. Dachte ich zumindest. Wie gesagt, bin losgefahren. Dahin gefahren und dann habe ich einen Anruf bekommen. Von der Firma hat mich ein junger Kerl angerufen, so 22 würde ich sagen, und hat mich angerufen und so gesagt, jo, hier, komm mal her, wir sitzen hier an so einem großen roten Schirm, also wasserfällenmäßig. Ich habe ein weiß-schwarz gestreiftes Hemd oder T-Shirt an, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und komm mal dahin, wir essen hier jetzt ganz entspannt was und nebenbei können wir ein bisschen quatschen. Und ich habe mir erst so, okay, sehr interessantes Vorstellungsgespräch, fand ich aber auch gut. War erstmal was Neues, Digga, ist sehr interessant, dass sie auch nicht so auf die Bewerbungsunterlagen und aufs Zeugnis gucken, sondern halt einfach nur danach gehen, wie du drauf bist, so. Wisst ihr, wie ich meine, wie du da reinpasst? Finde ich nice, habe ich extrem gefeiert erst. Aber dann kam das Gespräch. Ich bin im Prinzip dann da hingegangen, habe den Platz auch gefunden, mich dazugesetzt, sie haben mir was zu trinken oder was zu essen angeboten, habe ich gesagt, nee, lass mal, alles gut. Sie hatten im Prinzip meine Bewerbungsunterlagen, die habe ich vorher als PDF hingeschickt, die hatten sie schon ausgedruckt in der Hand und ich musste die im Prinzip nicht selber nochmal abgeben. Ich habe zwar gemeint, ich habe die dabei, aber die brauchten sie nicht. Was aber sehr wichtig für sie war, waren meine Zeichnungen, weil ich schicke ja immer auch meine Zeichnungen dazu, ich bewerbe mich als Mediengestalter und da ist es einfach, denke ich, wichtig, dass die Leute, bei denen du dich bewirbst, auch merken, dass du ein Auge für Struktur, Farben, Formen hast und sowas. Sie haben sich aber tatsächlich spezifisch sehr für im Prinzip die Zeichnungen interessiert und meinten, die kann ich gerne mal zeigen, kann ich mal auspacken. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht. Dann habe ich meine Mappe rausgeholt, ihnen die Zeichnungen gezeigt, fanden sie gut. Gab jetzt keine Eindrücke, dass sie die scheiße fanden oder so, haben sie echt gut gefunden. Und dann sind sie auch direkt relativ schnell zum Punkt gekommen, und zwar, dass ich meine Ausbildung da machen könnte, auch zum Mediengestalter Digital und Print und im Prinzip alles erlernen würde, was ich auch für die Ausbildung brauche und für im Prinzip den Beruf später. Nur dass das Hauptaugenmerk im Prinzip darauf wäre, für den jungen Herrn, der mich auch angerufen hat, der Social Media Marketing Manager zu werden. Da dachte ich mir so schon so, okay, weiß ich nicht, ob ich in die Richtung gehen will, weil wie ihr seht, ich mache selber YouTube. Ich will selber Privates auch weiterhin machen und das ist meine Leidenschaft. Ich liebe das und will das nicht für irgendjemand anderen machen oder von irgendjemand anderem den Content produzieren, sondern selber. Ich will es selber machen, weil ich selber daran so unfassbar viel Spaß habe, hier mich hinzusetzen und euch zu erzählen zum Beispiel. Oder an sich halt einfach nur hier zu reden. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach nur zu reden. Wie gesagt, ich hätte dann von ihm im Prinzip der Social Media Marketing Manager werden sollen. Hätte dann im Prinzip zum Beispiel, hat er mir Quellen genannt, Instagram Accounts und so, wie er das aufziehen will. Auch im Prinzip mit meinen Zeichnungen, was extrem nice war. Habe ich mich erst darüber gefreut. Habe mich eigentlich das ganze Gespräch lang sehr über das gefreut, was sie mir wie erzählt haben, weil es echt anders klang und es halt nicht klang so wie bei jeder anderen Firma. Wisst ihr, wie ich meine? Die Typen kamen übrigens sehr, sagen wir es mal so, sie waren sehr, sehr, sehr Marketing und machthaberisch fixiert, würde ich behaupten. Wozu ich gleich nochmal kommen werde, wenn ich die Story fertig erzählt habe. Auf jeden Fall dachte ich mir dann schon so, vielleicht weiß ich noch nicht. Und sie meinten dann, yo, du hättest dann auch was mit Videoschnitt und sowas zu tun. Und wisst ihr, auf welche Idee ich gekommen bin? Was echt cringe ist eigentlich, wenn man es im Nachhinein erzählt. Ja, Leute, ich habe mir gedacht, Bruder, komm, zeige ich ihm meine Schnittskills. Habe einfach gesagt, Bruder, hier, ich mache für einen Kollegen von mir immer mal schneide ich ein paar YouTube-Videos, der ist momentan aktiv auf YouTube. Und dann meinten die so, ja, kannst du uns mal den Kanal zeigen? Habe ich den erstmal meinen Kanal gezeigt, mit dem Aufwand, dass es von einem Kumpel der Kanal ist, Digga, haben die sich erstmal vor mir ein Video von mir reingezogen. Digga, das war anders unangenehm, ich habe mich anders unwohl gefühlt in dem Moment. Ich dachte mir gerade so, ach du Scheiße, Mann, was habe ich hier eigentlich gemacht? Also no joke, das war einfach, Bruder, ganz unangenehm. Ja, das Gespräch ging dann weiter, dann haben wir nochmal kurz drüber geredet, was meine Funktionen wären, dass ich den Typen im Prinzip dann auch zeichnen sollte. Und sie meinten dann auch, dass ich dafür meinen Stil ein bisschen verändern müsste.
wo ich mir schon dachte, Bruder, das wird gerade grenzwertig, weil für einen Künstler, Leute, für Künstler, was heißt Künstler? Ich bin kein Künstler. Ich zeichne einfach gerne. Aber für, selbst für jemanden, der gerne zeichnet, ist der Style, den Stil, wie du zeichnest, dein Markenzeichen, Digga. Das zeichnet dich aus, dass daran sehen andere, welche Person das gezeichnet hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr könntet mir ein Piece zeigen von der Richtung, in der ich zeichne. Und ich würde euch sagen können, von wem das ist, wenn ich den Typen vorher gesehen habe oder wenn ich Zeichnungen von ihm vorher gesehen habe. Weil man ist einfach, das ist, das sieht man einfach an dem Style, wie die Linien geschwungen sind, was für Charaktere er gemalt hat, wie er die Charaktere gemalt hat, wie das ganze Bild an sich aufgebaut ist. Und das Problem war einfach, dass sie meinten, yo, du müsstest im Prinzip dein Markenzeichen, das, was dich auszeichnet, was dich im Prinzip zu dem Artist macht, der du bist, weglegen und ein bisschen dein Style umwandeln zu einem Style, den es so schon gibt. Cool. Damit das ordentlich funktionieren kann. Und da war dann schon so eine Grenze erreicht, wo ich dachte, Bruder, will ich für einen Job mein Hobby aufs Spiel setzen und mein Style aufs Spiel setzen, damit ich einen Job ausüben kann und Geld verdienen kann? Das war schon mein erstes Manko, wo ich mir dachte, Bruder, mal schauen. Auf jeden Fall ging das Gespräch dann dem Ende zu. Wir hatten ein Praktikum ausgemacht, was ich hätte nächste Woche gemacht. Ja, dann haben wir uns nochmal verabschiedet. Sie haben auch mir nicht die Hand gegeben, sondern eine Buaufist, was ich auch cool fand. Waren so 21, 22-Jährige, die waren so relativ jung, haben vor 3 Jahren ihre Firma gegründet und denken jetzt halt, sie sind fett im Marketinggeschäft und wollen daraus auch was machen. Was vollkommen okay ist, sage ich gar nichts gegen. Jungs, wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr irgendwas erreichen wollt, macht das, zieht das durch, selbst wenn ihr euch selbstständig machen wollt, egal wie viele Stein euch in den Weg fahren. Egal was, zieht das Ding durch, Leute. Wenn ihr da Leidenschaft dran habt, wenn ihr das magt, macht das. Egal was euch gesagt wird. Scheißt auf die, Alter. No joke, zieht das einfach durch und glaubt mir, irgendwann wird das funktionieren. Irgendwann funktioniert das. Nur das Problem bei den beiden war einfach, das war kein leidenschaftliches Unternehmen. Das war ein Unternehmen, was darauf oder was für mich so rüberkam und ich würde sagen, ich habe eine relativ gute Menschenkenntnis, dass sie das nicht aufbauen, um irgendwas Gutes zu tun, weil sie damit Leidenschaft und Spaß hinterstehen, sondern sie tun es, um Macht zu haben. Sie tun es, um am Ende sagen zu können, Bruder, ich habe eine große Firma aufgebaut, habe ganz viel Geld in meiner Hosentasche und bin halt krass, weil ich eine große Firma habe, mäßig. Kennt ihr Karl S.? Karl S., bestes Beispiel dafür. So waren die Typen. Anders kann ich, besser kann ich es nicht beschreiben, es war einfach genauso. Zuerst dachte ich so nach dem Gespräch, yo, die waren ja mega korrekt, war mega spannend, mega cool. Es sind halt Geschäftsmänner. Das Problem an Geschäftsmännern ist einfach, sie denken nur an das Geschäft. Und wie ihr wisst, wie viele wahrscheinlich zu gut wissen, bin ich ein Mensch, der sehr, sehr oft sehr viel mit dem Herz denkt, der sehr, sehr, sehr viel aus Spaß und Leidenschaft macht, einfach weil ich Bock drauf habe, egal was es jetzt für Klicks macht, egal was ich damit erziele oder was ich nicht damit erziele, solange ich dahinter stehen kann und sagen kann, yo, guckt ihr das an, ich bin da stolz drauf, das ist geil, was ich mache, mache ich es auch gerne, Digga. Das nicht, weil ich irgendwie Kohle brauche oder weil ich mich wie der größte Babbo im Internet fühlen will, weil ich irgendwelche Klicks oder Aufrufe habe, Alter, das ist doch eh Bullshit. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gelaufen, stand in der Bahn und hatte vorher nochmal mit meiner Mom telefoniert, weil sie so immer die erste ist, die ich dann anrufe, der ich sage, yo, war's hier, so und so. Die habe ich auch direkt am Telefon, habe ich auch direkt gesagt, die Typen kamen mir nicht ganz, die kamen mir nicht ganz okay rüber. Das war einfach komisch, habe ich ihr gesagt, so. Und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren und habe mir echt Gedanken gemacht. Die Typen, die hatten eine Ausstrahlung. Ich kann, Digga, das kann man nicht beschreiben, wenn man noch nie vor so einem Menschen stand. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Ich stand vorher noch nie vor solchen Menschen. Das sind Menschen, die würden auf alles scheißen, Digga. Die würden ihre Familie im Stich lassen. Wenn ihre Frau gerade ihr Kind gebären würde, würden sie lieber zu einem wichtigen Geschäftstermin fahren, anstatt zu der Geburt ihres Kindes. Solche Menschen sind das, Digga. So, das sind Leute, die würden andere Existenzen zerstören, sie zermalmen, um selber mit ihrer Firma mehr Erfolg zu haben. Anders, besser kann ich es euch nicht beschreiben. Ich hatte einfach vor allem in der Bahn sehr, 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 sehr viel Angst, dass am Ende, wenn ich da 3 Jahre lang meine Ausbildung mache, einfach diese dieser Marketing-Tunnel, in den diese Menschen stecken, sie leben nicht, um zu leben, sondern sie leben, um Marketing zu machen, um Erfolg zu haben, um sich am Ende damit brüsten zu können. Nur wofür? Was bringt dir sonst wie viel Erfolg, sonst wie viel Geld, sonst wie viel Macht mit deiner Firma, wenn du am Ende keine Frau hast, die dich liebt, Digga? Wenn du am Ende deine Familie vernachlässigt hast, die dich einfach nur noch hasst, weil du einfach nie Zeit für sie hast. Wenn du am Ende dastehst und alle deine Freunde vernachlässigt und verloren hast, selbst die Besten, die alles für dich getan hätten, Digga, weil du einfach nur auf dieses Scheiß-Marketing, auf dieses Scheiß-Geld, auf dieses Kack-System fokussiert warst. Meine größte Angst war wirklich, weswegen ich auch eine schwerwiegende Entscheidung wahrscheinlich für mein Leben getroffen habe, dass
wenn ich bei solchen Menschen anfange zu arbeiten, einfach deren Tunnel, dieses Denken, was sie haben, dieses mir ist alles so egal, solange ich am Ende meine Firma großziehen kann und am Ende viel arbeiten kann, um viel Geld zu verdienen, dieses Denken, das will ich einfach nicht haben, Digga. Das will, glaube ich, keiner haben. Das ist ein Denken, glaubt mir, ihr seid da nicht mehr mit Herz dabei, ihr denkt nicht mehr mit eurem Herz, sondern ihr denkt mit dem Kopf daran, viel Geld zu verdienen. Und das ist, glaube ich, das, was man nie machen sollte. Glaubt mir, macht alles immer mit Leidenschaft, macht alles immer mit Spaß, arbeitet nie einen Job, wo ihr nur an das Geld denkt. Selbst wenn ihr sagt, okay, Bruder, ich will mir hier einen Traum erfüllen, ich mache jetzt diesen Job, dann macht den Job von mir aus 2 Jahre lang oder so. Aber wenn ihr euren Traum erfüllt habt damit, dann versucht irgendwas aus eurer Leidenschaft zu machen, egal was es ist. Versucht was mit dem anzufangen, an das ihr glaubt, mit dem, was ihr könnt, was ihr machen wollt, das, was ihr mit Leidenschaft tut, wo ihr mit Herz dran seid. Und das haben genau diese Typen so unfassbar sehr vergessen. Die machen dieses Social Media nicht wie ich oder wie viele andere aus Leidenschaft, weil sie es lieben, diese Videos zu produzieren. Weil sie es lieben, nach einem geschnittenen Video davor zu sitzen und sich das anzugucken und sich einfach nur zu freuen, was man da geschaffen hat, was man da erzählt hat, was man vielleicht für eine Message verbreitet hat. Sondern das sind Typen, die hätten das gemacht, um ihre Firma zu pushen. Um einfach eine gute Social-Media-Präsenz zu haben. Was keineswegs marketingtechnisch verkehrt wäre, so. Sind wir mal ganz ehrlich. Welcher Mensch von uns allen würde denn gerne auf seiner Instagram-Startseite, auf seiner TikTok-Page, auf seiner YouTube-Startseite Werbung angezeigt bekommen? Welcher Mensch würde da gerne stehen haben, wir haben jetzt dieses neue Produkt, außer es machen irgendwelche großen, coolen Influencer, dann ist es schon irgendwie feierbar so. Weil es halt Influencer sind, weil man weiß, dass sie es aus Leidenschaft machen und nicht, weil sie einfach nur ihre Firma damit großziehen wollen. Kann man das nachvollziehen? Und ich hatte eben einfach so unfassbar viel Angst und das ist, glaube ich, auch die größte Angst, die ich in meinem Leben habe. Ich finde, ich arbeite sehr viel an mir, okay? Ich versuche meinen Charakter sehr viel auszubauen. Ich finde, das sollte man an sich machen. Du solltest nie dich einfach nur gehen lassen, Digga. Klar, dein Charakter ist dein Charakter, das bist du. Aber wenn du merkst, du machst Scheiße, wenn du merkst, du kommst von dir selbst weg, dann solltest du daran arbeiten. Und du solltest versuchen, dann eben diese Sachen, die du vielleicht falsch machst, wo du einfach eine falsche Meinung vertrittst, wo du einfach scheiße in manchen Situationen bist, das versuchen, besser zu machen, Digga. Der Charakter ist genauso wie jeder Hauswand. Wenn du ihn für 10 Jahre lang unberührt lässt oder für 20, 30, 40, 50 Jahre unberührt lässt, dann wird die Hauswand irgendwann alt. Irgendwann wird sie anfangen zu schimmeln, Digga. Irgendwann wird sie einfach ekelhaft und du willst einfach die Hauswand nicht mehr in deinem Haus haben. Wenn du deinen Charakter 10 Jahre lang einfach so lässt, wie er ist und einfach so weitermachst, obwohl du merkst, du machst Fehler, groß, grundsätzliche Fehler und du veränderst oder was heißt, du veränderst dich nicht? Du musst einfach nur an dir arbeiten. Es ist ja nicht mal eine Veränderung. Wenn du da im Prinzip nicht dran arbeitest, dann wirst du einfach irgendwann Hurensohn. Und das ist einfach so, Digga. Wenn du ein Mädchen verletzt, wenn du ihr Herz brichst, weil du einfach eine scheiß Aktion machst und danach nicht mal auf die Idee kommst, darüber nachzudenken, was du falsch gemacht hast und das in Zukunft nicht mehr zu machen, weil du nicht mehr in den Herz brechen willst, weil du nicht mehr die Gefühle verletzen willst von anderen Menschen, dann wirst du einfach ein Hurensohn. Es ist einfach so, du wirst einfach zum größten Vollidioten der Nation, Digga. Und genau davor habe ich unfassbar viel Angst. Und das ist auch der Grund, warum ich nach dem Gespräch gesagt habe, yo, Digga, ich pack das ein. Mir war das genug. Ich möchte niemals in meinem Leben anfangen, so marketingabhängig zu werden, wie diese Menschen es waren. Die haben mir so unfassbar viel aufgezeigt und mir so unfassbar viel. Ich habe so unfassbar viel aus diesen 20 Minuten herausgefunden. Aber ich habe da nochmal gemerkt, dass die Zeit, die du hast, die du haben kannst, um mit deinen Liebsten zu sein, Digga, um dich um deine Freunde zu kümmern, um dich um deine Familie zu kümmern, um vielleicht auch einfach das zu tun, was du leidenschaftlich liebst, was dein Herz erfüllt, Digga. Das solltest du auch machen. Das solltest du, dafür solltest du alle Zeit dieser Welt versuchen zu nehmen, die du dir nehmen kannst, um das durchzuziehen. Und deswegen habe ich gesagt, Bruder, ich packe die Ausbildung erstmal ein. Ausbildung ist vorbei. Die letzten 4 Monate habe ich mich angestrengt dafür, habe mich sonst wie viel beworben. Bei über 40 Firmen habe ich mich beworben. Jetzt ist das Kapitel abgeschlossen und ich werde noch ein Jahr Schule wiederholen. Kommt vielleicht ein bisschen doof, aber ich werde noch einmal Schule machen. Es ist der einfachste Weg. Ich habe, wenn ich Schule mache, die meiste Zeit, also wirklich die meiste Zeit. Ich kenne den Stoff, der rankam. Ich habe das Schuljahr schon mal gemacht. Und dazu kann ich mir den besten Abschluss, den man haben kann, nach 10 Schuljahren abholen und wahrscheinlich auch mit einem hoffentlichen 1,5er Zeugnis maximal und mir dann auch eine Firma suchen, die wirklich genau das macht, was ich will. Und nicht sowas, wie ich bei dem Bewerbungsgespräch kennengelernt habe, weil das war wirklich das, was ich niemals haben würde wollen. Und ich glaube, der Weg, den ich dann mit der Schule gehe, ist auch wirklich der beste, den ich hätte beschließen können. Klar, ich hätte meine Ausbildung machen können, Digga. Ich hätte Geld verdienen können. Und dafür wäre ich 8 Stunden am Tag arbeiten gewesen, wäre danach kaputt nach Hause gekommen. Hätte vielleicht mal noch ein bisschen Herz in die Videos und in meine Zeichnungen stecken können, wenn überhaupt in die Zeichnungen. Und dann wäre ich wieder pennen gegangen und wäre am nächsten Tag wieder knüppeln gegangen, Digga. Und so wird es auch irgendwann kommen. Keine Frage, darauf muss ich mich einstellen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt auch ein Jahr Schule zu machen, warum sollte ich das jetzt
Warum sollte ich es da nicht annehmen? Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen nutze ich die Chance. Und ich kann auch euch nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwann eine Situation in eurem Leben habt, die stressig wird, wo ihr sagt, yo, scheiße, Digga, ich muss mich jetzt bewerben, weil ich brauche die Ausbildung. Oder wenn ihr sagt, yo, Mann, scheiße, Alter, ich bin momentan mit dem Geld so scheiße dran, ich muss jetzt hier mal 10 Wochen lang durchhasseln. Das Einzige, was ich euch dazu sagen kann, ist, macht das, zieht das durch. Aber... Und jetzt kommt das Aber, und das müsst ihr euch so fest in euer Gehirn brennen. Das ist das Wichtigste, was man sich vorstellen kann. Die Leute, die ihr liebt, für die ihr alles tun würdet, die dürft ihr niemals vernachlässigen. Egal was kommt. Scheiß auf das Geld. Scheiß auf alles. Nichts, kein Cent dieser Welt, kein Tausender dieser Welt, keine Millionen dieser Welt sind es wert, seine Liebsten zu vernachlässigen. Nichts ist es wert. Nichts. Tut einfach immer, immer alles dafür, dass ihr die Zeit habt für eure Liebsten. Wenn ihr zu dem sonst wie wichtigen Marketinggespräch müsst, wo ihr 90 Milliarden mitmachen würdet, aber ihr dafür eure Frau im Krankenhaus alleine ein Kind gebären lässt, was seid ihr für Hurensöhne? No joke, was macht ihr dann mit euch? Ihr versaut euren kompletten Charakter, ihr seid in dem Moment einfach gestorben, Digga. Das macht man einfach nicht, Mann. Das macht man einfach nicht. Und das ist das Wichtigste. Egal, was irgendwie beruflich auf euch zukommt, egal, wie viel Geld ihr irgendwann verdienen wird, inshallah, ihr macht das Beste aus eurem Leben. Inshallah, ich glaube an euch alle, Digga. Ich hoffe nur, dass jeder dieser Zuschauer hier irgendwann mal die Milliarden auf ihrem Konto hat, Digga. Und ihr in den besten Wohnhäusern dieser Welt lebt. Aber um Gottes Willen, vernachlässigt wegen kein Geld dieser Welt eure Mitmenschen, Mann. Tut alles für sie. Alles. Immer. An egal welchem Tag, egal wie scheiße der Tag war oder sonst was, vernachlässigt diese Menschen einfach nicht. Ich glaube, ich habe in diesem Video öfter Digga gesagt, als ich hätte jemals irgendwie sagen dürfen. Also what the fuck, ich weiß echt nicht, was da in meinem Kopf los war. Tut mir leid, Leute, falls es manche vielleicht getriggert hat. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Wir sehen uns in 3 Tagen um 17 Uhr bei einem neuen Video wieder. Dann wird die Witch Farm gebaut. Wir haben jetzt im Prinzip alle Vorbereitungen getroffen dafür. Und dann sehen wir uns in 3 Tagen um 17 Uhr wieder. War ein etwas längerer Real Talk. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm mit meinem Digga. Und bis in 3 Tagen 17 Uhr. Hab euch lieb. Bis dann und ciao, meine Freunde.